So, nun geht's wieder weiter mit ich, mit Leon, also Konso, und hier mit der Pestbacke von Ashley hier. Ja, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Achso, wir haben ja sie ja gerade gerettet. Und jetzt gehen wir wieder an das schöne Dorf. Oh, scheiße. Mein Tipp auf jeden Fall, hier rechts hier hoch. Gleich, wenn ihr das hört. Wir müssen ihn, oder? Müssen wir jetzt hochhelfen, die? Ey. So, komm hoch. Sie wartet natürlich. Also, das ist auch so wunderbar. So. So, soll sie jetzt hier warten? Oh Gott, wie war denn das? Hund war keiner. Man kann ja hier von hier oben aus schon mal ein paar ausschalten. Meiner Meinung. Wenn ich mich noch dran erinnere. Genau. Hier war einer. Die haben ja jetzt rote Augen. Gut zu sehen. Stimmt, von hier aus geht's ja nicht mehr. Ashley, du bleibst jetzt erstmal hier oben. Wir wechseln erstmal zu Red. Red ist ja natürlich besser. Wir haben sie ja gerade geholt. Ich kann euch erstmal schön mal zeigen, wie sie funktioniert. Klar, ich springe runter ohne Kniebruch. Oh, shit. Mir wurde gesagt, man muss aufs Knie schießen, damit sie runtergehen. Und es funktioniert! Endlich! Jetzt habe ich es endlich mal kapiert. Dankeschön, mein Kumpel. So, und jetzt erstmal schön mit dem Messer. Und wetten, da kommt jetzt so irgendwas raus. Ich hätte jetzt echt getippt. So, und jetzt können wir... Was? Also, tut mir leid, wenn es ein bisschen gerade ruckelt. Komischerweise, warum auch immer. Ich habe es immer noch nicht gelöst. Ha? Aber irgendwo kommt so eine... Okay, das war doof. Ey, 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 ey! Willst du mich verarschen? So. Eine Plage weniger. Munition. Das ist schon mal super, aber für Scharfschützen brauchen wir nicht eigentlich. Achso, hier schön aufpassen. Hier sind jetzt so eine, wie heißen die Teile? Bärenfallen. Die machen wir, die meisten wollen ja immer raufschießen. Da vorne ist schon wieder einer. Eigentlich könnten wir sie ja holen jetzt schon. Toll ist, dass sie selbst, dass sie rüberlaufen können, aber wir nicht. Oh, das war so klar. Irgendwann musste es ja kommen. Eins. Oh. Schießt daneben, muss nachladen, ist klar. Wie viel Munition haben wir denn noch von der... Haben wir noch genug? Ist ja nicht so schlimm. Willst du mal sterben? Dankeschön. Das Ganze... Ach, scheiße, stimmt. Auffangen. Wir sehen nichts. Gut. Oh, okay. Schöne Grafik. So, jetzt geht's weiter. Ich wünschte, ich könnte sie auf eine Bärenfalle schicken, aber... Aber... Ich kann nicht zielen. Cool, wenn sie zu nah dran ist, kann ich nicht zielen. Ich habe jetzt keinen Bock jetzt irgendwie in Nahkampf oder so. Komm mit. Ich hätte jetzt getippt, sie würde jetzt auf eine scheiß Bärenfalle laufen. Wie gesagt. Schön wäre es manchmal. Hier ist nichts. Wie gesagt, meine Erinnerung kann sich auch mal trügen. Jetzt gehen wir hier weiter. Können wir rumlaufen. Und hier durch. Ihr könnt euch ja noch daran erinnern, hier diese Kiste vielleicht. Ich glaube, ich habe dazu euch gar nichts gesagt. Also, die Kiste ist dafür da, dass sie sich versteckt. Diese so eine Kisten sind sehr selten eigentlich in dem Spiel. Ich glaube, sie kann sich auch in den Schrank verstecken, aber erstmal gucken wir uns erstmal um, wo welche sind. Und wir haben einen Zettel. Geld, Zettel. Sarah und die andere. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sieben Seiten, ey. Sicher versteckt er unsere Eigentum irgendwo im Wald. Während sein Großvater noch am Leben könnte, er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von
dem Ei in seinem Körper erfahren. Ach so, das Ei. Ja, okay. Ich denke gerade an dieses essbare Ei, ey. Schrecklich. Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist. Ist besorgen... Was? Besorgen... Ja, naja. Was mir auch, auch Sorgen macht, ist, dass Louis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte, also ich. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemand geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Louis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei einindizieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit Schwierigkeiten schwierigen Folgen rechnen. Oh, lesen. Schrecklich heutzutage. So, bevor wir hier weiterlaufen, speichern wir erstmal hier ab. Sicher, sicher. Tipp, 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 tipp. Okay, man kann eigentlich das auch wegdrücken. Ja, jetzt geht's weiter. Wir gucken erstmal natürlich um. Blöde Lucy bleibt da drin. Am liebsten würde ich sie drin lassen. Verhungern tut sie schon. Ich meine, verhungern tut sie schon nicht. Ah. Ich springe natürlich ihnen entgegen. Ach, leck mich doch. Ins Knie. Nein. Ins Knie. Verrecke. Ich kastriere dich. Da hinten ist noch einer. Geld ist immer gut. Irgendwie will er nicht zielen. Oh, jetzt geht's. Die müssen erstmal runter. Schön. Irgendwie spinnt mein Controller. Das ist super toll. Ja. Ein Moment. Oh. Irgendwie spinnt mein Controller gerade. Das ist schon mal doof. Das ist schon mal echt beschissen. Leckt mich. Lord Settler kann euch nicht mehr helfen auf dem Boden. Oder wenn euch ein Kopf fehlt. Und wenn doch, dann weiß ich es auch nicht. Ich hab keinen Bock, ey, mit einer Munition. Komm schon. Jetzt stirb doch! Ey, permanent daneben. Munition stehen wir aber immer noch gut da. Das ist schon mal ein Wunder. So. Wie ein Hündchen. Komm her, blöde Töle. Mistvieh, ey. Blöd Mistvieh. Da hinten ist noch einer, aber ich glaube, das müssten wir auch so schaffen. Ich hoffe mal, außer wenn sie sich richtig dämlich anstellt. Dann sehe ich schon mal schwarz, dass ich sie jemals durchspielen werde. Nee, war ein Scherz. Durchspielen werde ich's. Die Frage ist nur, wie lange. Oh, Heilkraut. Nehmen wir mit. Gucken nach. Ich muss aufräumen. Nee, ich muss nicht aufräumen. Wait. Munition! So. Das machen wir auch schädlich. Und schädlich, besser auch schädlich, ey. Och, daneben. Geht doch. Hier noch weiter. Das. Folg mir. Genau, stell dich vor der Leiter, du blöde Tussi. Zumindest komme ich wenigstens vorbei. Noch mehr Munition. Ah, stehen schon mal gut. Ich dachte jetzt schon, ich hätte keinen Platz mehr langsam. Muss ich dir jetzt über das Fenster helfen? Nein, das schaffst du allein. Wow. Du bleibst hier. So, wir haben Gegner von hier aus sehen können. Wenn wir schon das von der Ferne sehen, bevor sie uns bemerken, können wir sie hier vorher schon abknallen. Ich glaube, da war noch ein zweiter, aber ich bin mir nicht sicher. So. Es geht jetzt darum, wir sind vorhin hier entlang gegangen. Genau am Anfang, ich glaube, das war Part 2. Wir konnten ja vorhin nicht hier durch die eine Tür hier durch. Da brauchten wir Hilfe. Und da brauchen wir sie. Wie gehen wir runter? Ach ja. Auffangen. Ja, toll. Wie heißt es? Selbstständig ist die Frau. Pff, in dem Spiel nicht. Ganz schlechtes Zeichen für Frauen. Entschuldigung.
Willst du mal gleich sagen. Munition. Steh im Weg. So. Hier ist nichts. Bleib hier. Ich frage mich, ob sie da reinlaufen können. Ich will es nicht ausprobieren, aber... Einerseits denke ich es mir schon. Folg mir. So. Jetzt kann sie mir helfen. Das einzigste Gute an ihr. Wirklich das einzigste Gute an ihr. Ja, das schaffst du, aber eine Leiter runterklettern, das schaffst du nicht. Ja, da kannst du runterspringen. Ey, da. Dankeschön. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's lustig. Oh, da ist Amazon. Ich meine, unser Händler. Ist ja so ähnlich. Ich habe gute Ware zu verkaufen. Gut gemacht. Ach, na, ich weiß, ich hab so oft das zu dir gesagt, ich will's nicht. So, was haben wir denn Schönes? Das behalten wir noch. Vielleicht finden wir ja noch die gewissen Teile noch, dann ist es weitaus mehr wert. Wie oft ich das schon gesagt habe. Kaufen wollen wir nichts. Wir tun aber. Mal gucken. Ladegeschwindigkeit, Kapazität auf jeden Fall mehr. Und dann können wir auch schon gar nichts mehr machen. So. Ja. Dann haben wir schon mal ein bisschen, wenn wir größere Kapazität haben, ist es logischerweise, dass wir auch mehr Munition in den Waffen haben. Deswegen haben wir auch weniger, also haben wir mehr Platz im Koffer, wenn wir Munition tragen wollen. Das ist schon mal praktisch. Hannigan, was willst du? Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Ich dachte, die schlechte Nachricht wäre Ashley, aber sie muss ja nicht mit dir laufen. Jetzt wird's vielleicht angenehm. Wie wär's, wenn ich dir eine Waffe in die Hand drücke, Mädel? Hä? Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. never mind. Yeah. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ich betone mal, sie ist bewaffnet, aber ich glaube, hier kommen wir nicht mit ihren Waffen nicht weiter. Mann, das wäre schön. Dazu noch sagte sie doch gerade, ihr Rang hat damit nichts zu tun, aber benennt sich selbst, dass sie die Präsidententochter ist. Mädel. So, der Tipp ist, einfach hier den Schrank davor. Sie versteckt sich. Also wir müssen uns jetzt nicht um Ashley uns mehr kümmern. Erstmal den Moment, das ist schön, das gibt es sehr selten. Wir nehmen die Munition. Oh scheiße, ich habe noch ein Fenster vergessen. Natürlich ist das Teil auch zweistöckig, also wir müssen auch gleich drauf achten. Das können wir gleich erstmal schon mal zusammen kombinieren. Wir haben noch ein gelbes Kraut hier gesehen, das holen wir uns erstmal noch ganz schnell. Man weiß ja nie. Und kombinieren wir natürlich auch. So, wenn wir das hier hinter uns gebracht haben, gehen wir erstmal hoch. Also jeder macht das anders, also ich mache das so. Das lassen wir erstmal noch liegen. Was haben wir hier? Brandgranaten, noch Heilkraut. Das lassen wir einfach mal. Eigentlich müssten sie eigentlich jetzt schon im Fenster stürmen. Meiner Meinung. Aber ich glaube, sie kommen von unten nach oben. Wir bleiben einfach mal hier unten an der Ecke. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ah, jetzt kommen sie schon da rein. Wir bleiben ja aber erstmal... Können wir nicht ihn mitnehmen? Der ist leichter. So. Ach komm. So, jetzt können wir die Munition.
Ach komm, ey, willst du mich verarschen? Oh, ein Schatz. Wow. Ich glaube, es wäre jetzt ratsam mit der Shotgun. Wenn wir jetzt eine Blankgranate hätten, könnten wir Theo... Mann! Mann, nein! Können wir jetzt die Munition aufnehmen? Ja, wir können die Munition aufnehmen. Ja, toll! Ey! Ich glaube, die Munition bleibt noch liegen, wenn wir jetzt das hinter uns gebracht haben. Ach du Scheiße. Hab ich nicht mehr hinter meinem Rücken gehabt, was zu sehen? So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Hier können wir uns nicht paragardieren, aber jetzt kommen sie auch mit den Leitern an. So, jetzt nutzen wir erstmal eine schöne Blankgranate. Weil hier oben haben wir ja auch noch eine. Welches Fenster war das? Ach so, von da hinten. Oh, jetzt noch hinter mir. Ja, wir müssen noch die... Oh, wir müssen noch die Leitern umstoßen. Das... Oh, mein Leben. Mein Leben. Mein Leben. Ey, ich nehme die Shotgun. Lasst mich. Edda, willst du mich verarschen? Wollt ihr mich hier alle verarschen? Oh, komm, ey. Das ist doch alles eine Verarsche. Gott sei Dank haben wir noch... Gott sei Dank haben wir... Oh Gott. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Da kommt doch was raus, oder? Nein. Aber wir haben Schalker-Munition. Und wir haben Medikit. Und wir hauen die Leiter um. Das ist alles zeitbasierend. Lass mich in Ruhe. Klar. Eine Blankgranate, das ist schon mal gut. Nutzen wir auch gleich. Oh, sortieren erstmal. Guck, und somit wurden auch die Parasiten getötet, damit mit der Blankgranate. Schon mal zum Verstehen. Ich hab's euch schon mal erzählt, aber jetzt konnte ich endlich mal es euch mal zeigen. Ne, ich benutze lieber die Pistole. Langsam habe ich Angst mit Munition. Nein! Du bleibst. Was? Nix da. Irgendwann müsste es auch enden mal. Hoffe ich mal. Wir haben genug Gewehrmunition. Das ist schon mal schön. Also an Munition fehlt es uns immer noch nicht. Aber... Oh, oh. Betten. Oh, komm. Lass mich doch mal. Oh, leck mich fett doch. Ich habe keine Blankgranate, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es war nicht so gut, aber es war auch nicht schlecht. Ich kenne da Besseres. Aber auf jeden Fall... Was machen wir jetzt? Die Brücke, die ich um hier hier ist out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. So, jetzt war von Kapitel 2 und 2, das war jetzt, komme ich gleich zu Kapitel 2 zu 3. 79% bei Treffer
Quote insgesamt 84, bleibt irgendwie immer gleich. 62 Gegner getötet, 178 insgesamt. Und wir sind nicht einmal gestorben. Bis auf einmal. Ja, doch. Gut, speichern wir erstmal hier. Gleich kommt noch ein weiterer Speicherpunkt, aber ich zeige euch, wir erstmal alles zusammensammeln. 2 Stunden 46 Minuten schon. Hm, ja, ist gar nicht mehr so schlecht. So. Hast du gut gemacht, Ashley. Du hast uns gut geholfen bei der Masse. Ey. Schade. Die ganze Munition, die unten lag, die ist jetzt weg. Aber zumindest... Oh, normale Granate. Ey, das hat aber echt unser Leben gekostet. Das stört mich. Aber wir haben jetzt weitaus mehr Munition. Na, ey, kauf mal, das wird noch was. Aber ich glaube, wir finden auch noch was draußen. Wir müssten eigentlich noch was draußen noch was finden. So. Wir laden erstmal nach. Sicher, sicher. Und den Pistolenmunition. Wir haben jetzt echt genug Pistolenmunition. War hier noch was? Nein. So, hier durch. Von da hinten kamen wir. So. Hier finden wir noch ein paar Sachen. Hier haben wir noch Maschinengewehrmunition. Die ich gerne hätte. Aber ich will mein Leben und die Handgranaten. Ich glaube, ich mache das so. Und 20 Schuss können wir jetzt opfern. Ganz ehrlich, Maschinenpistolen, Munition, 20 Schuss ist nicht so viel, dass man wirklich die behalten muss. So, wir haben Pistolen, Munition. Ich hoffe... Ja, das können wir noch aufnehmen. Ja. So, haben wir noch was? Hier? Da hinten scheint nicht so. Unser Händler hätte uns auch helfen können, aber nö. So, jetzt gehen wir jetzt mal hier rein. Lesen uns erstmal den Zettel durch. Zwei Wege. Vor kurzem berichtete mir Lord Settler, dass unsere Männer einen Militärhubschrauber der USA abgeschossen hätte. So ist für eine Weile keine Hilfe in sich, Aussicht. Ganz ehrlich, vor kurzem erst. Der Zettel liegt da. Aber Hannigan hat es uns etwas später... Ach egal, das ist diese Zeit für... Ach Gott, ganz ehrlich, Zettel tauchen überall auf. Solange die US-Regierung nicht weiß, wer der Verräter ist, kann sie nur beschränkt verdeckte Operationen vornehmen. Wir müssen diese Zeit zu unserem Vorteil nutzen und das Mädchen fangen. Es gibt nur zwei Routen, auf denen die zwei Amerikaner unsere Gebiete, unser Gebiet verlassen können. Dort werden wir sie abfangen. Wir werden unsere Leute bestmöglich einsetzen. Bei der einen Route werden wir alle Leute einsetzen, damit sie uns nicht entkommen. Die andere Route überlassen wir unseren El Gigante. Oh. Egal welche Route sie nehmen, der Ami und das Mädchen kommen nicht lebend hier weg. Das werde ich mal sehen. Wetten. So, wir werden erstmal hier speichern. Das war ja erstmal ein schönes Abenteuer. Ja. Und ich sag mal, ab hier machen wir nächstes Mal weiter. Euer Konso. Bis dann. Ciao.